Sehr geiler Effekt, Julian. Wir sind gerade auf Mallorca und ich habe euch auf Twitter gefragt, ob ihr ein paar Eindrücke von diesem Urlaub sehen wollt, ob ich euch das Haus hier zeigen soll. Das ist nämlich so traumhaft schön. Und ihr wart alle dafür und deswegen stehen wir jetzt gerade hier drin. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer kleinen oder auch sehr großen Roomtour. Und danach schneide ich euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Eindrücke hier von den ersten Tagen rein, damit ihr einfach wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Wir gehen als erstes hier hin. Und zwar ist das die Küche, wie man unschwer erkennen kann. Die ist schon sehr groß und modern. Ich liebe das, diese Insel. Ich finde das so schön. Haben wir noch nicht sehr viel benutzt. Aber wir haben auch hier einen ganz kleinen Kühlschrank. Boah, das ist echt so unfassbar krass. Jetzt ist einfach, ich bin begeistert. Und dann direkt hier hinter ist halt so ein kleiner Essbereich mit einem großen Tisch. Alles ist hier irgendwie sehr groß. Und ich finde, es ist einfach mega süß eingerichtet. Hier irgendwie so ganz modern, aber irgendwie so total gemütlich. Dann haben wir hier die Couch. Mit einem B. Als ob die Leute es gewusst hätten, sind hier einfach zwei B-Kissen drauf. Das ist auch sehr geil, oder? Und dann seht ihr hier hinter auch draußen chillt Justin Bieber, habe ich glaube ich gerade gesehen. Krass, woher kommt der? Wir gehen raus, hier ist nämlich jetzt unsere Terrasse mit Pool. Und Leute, habt ihr sowas Geiles schon mal gesehen? Wir sind hier einfach angekommen und ich konnte es einfach nicht fassen. Das ist einfach so, zieht euch diesen Ausblick mal rein. Da hinten das Meer. Was? Nix. Da hinten das Meer und jetzt ist es ein bisschen bewölkt, aber da hinten sieht man auch noch die Berge. Und das ist so schön mit den Palmen hier. Und du hast gefragt, ob du mich reinschubsen sollst, du Assi. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Garten und darunter versteckt sich so ein mega riesen XXL-Grill. Keine Ahnung, wie der funktioniert, deswegen haben wir den auch noch nicht benutzt. Jetzt kommen wir hier zu den ersten Zimmern. Allerdings ist das das Kinderzimmer mit dem passenden Bad dazu. Und da wir kein Kind haben, benutzen wir das auch nicht. Hier noch das Bad, aber das sieht man oben auch nochmal besser. Und jetzt geht es schon hier hoch. Wir gehen jetzt als erstes nicht in unser Zimmer, sondern in das Zimmer von unserem Freund. Mal gucken, ob er aufgeräumt hat. Tada! Also das ist das erste Zimmer. Er hat sogar seine Unterwäsche gefallen. Seine Socken hat er sogar. Mein lieber Scholli. Ja, und hier hat man einen Ausblick. Ich finde, ohne Scheiß, das sieht aus wie Beverly Hills Hollywood, diese Berge, oder? Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich das schönere Schlafzimmer genommen. Das muss ich euch auch zeigen. Hier ist so ein Durchgang wie ein Flur, aber einfach alles komplett aus Glas. Halt wie so ein Glastunnel irgendwie. Wie eine Brücke. Ja, wie so, genau, das sieht auch mega cool aus, ne? So, und jetzt kommen wir nämlich zu unserem Bad. Damit fangen wir an. Erstmal so eine mega stylische Glastür, die man wegschieben kann. Gehen Sie vor, liebe Bianca. Und dann steht man im Badezimmer drinne. Sehr modern. Hi, da bin ich ja. Mit dem pinken Handy in der Hand. Und mal die Türen schließen. Oh, oh. Oh, bist du bescheuert? Was ist das denn? Oha. Oha, stell dir mal vor, da kommt nachts so ein Gast. Ein Geist, ja, alles da. Das ist unser Zimmer. Ein mega geiles Zimmer. Jetzt erstmal hier das Bett. Und hier, das ist sagen wir mal, so eine kleine Sitzecke. Kann man sich nochmal ein bisschen entspannen, nachdem man geschlafen hat. Und wir haben hier nochmal eine mega Riesenterrasse. Boah, ich sag immer mega, ist euch das mal aufgefallen? Aber ich finde es auch einfach alles so mega hier. Eben als ich die Tür hier versucht habe aufzumachen, bin ich übertrieben auf die Fresse geflogen, weil das so schwer ist. Was sagt ihr zu diesem Ausblick? Ja, ja. Hallo. Es ist einfach wunderschön. Oder guck mal, die Insel da. Sieht man die? Oh ja. Du siehst man, ne? Aber das war es immer noch nicht, sondern oben geht's weiter mit einer riesigen Dachterrasse. Und jetzt kommen wir mit. Zeig mal her, Bianca. Zeig mal, was du da hast. Leute, das ist meine absolute Traumvilla. Ja. Zu Ihrer Linken sehen Sie nochmal die Beverly Hills in Mallorca, meine Damen und Herren. Wir wollten eigentlich da drauf klettern, was dauert über eine Stunde. Irgendwie bin ich zu faul. Boah, hier kann man so eine dicke Hausparty schmeißen. Und da geht's weiter. Und wie ihr seht, ist es ein bisschen windig hier. Deswegen ist hier oben so ein Pavillon, den kann man komplett zumachen. Das war's. Das war unsere Villa. Wir haben uns einfach gedacht, wir sind zu dritt, wir wollen ein bisschen mehr Platz als ein kleines Hotelzimmer haben. Und tatsächlich ist diese geile Villa hier sogar günstiger als ein gutes Hotel hier im Moment auf Mallorca. Und ich bin einfach mega glücklich. Das ist wirklich das Krasseste, was ich jemals irgendwo gesehen habe. Ich habe mir gedacht, das war's noch nicht, sondern ich habe euch immer wieder ein paar Einblicke gefilmt und werde euch die nächsten Tage auch noch ein paar Einblicke von unserem Urlaub hier filmen. Und die werde ich euch nämlich jetzt einblenden. Thank you.
Standing still surrounded by silence, dreaming of the sky. Wanna hide, wanna fly away. Now the truth will take us to different places of our youth. Wanna be somewhere else. Lost the sound we were leaning on. When our eyes lost the light, we will be gone. Breathing in because we're young. Feel it right. Different places of our youth. Now we are somewhere else. Sound we were leaning on. When our eyes lost the light, we will be.